in irgendwelchen Hinterzimmern verhandelt worden. USA und Japan haben begonnen, das anzustoßen. Die EU hat irgendwann angefangen mitzumachen. Beteiligt waren wahrscheinlich aber weniger Leute, als jetzt hier auf dem Rathausplatz sogar sind, in irgendwelchen Zimmern. Also wir hätten die Verhandlungen gesprengt, so wie wir hier sind. Und wenn wir alle 50 bundesdeutschen Städte, wo halt Demonstrationen und Protestaktionen zusammennehmen, dann kann man wahrscheinlich 100 Leute Absa verhandeln. 150, ne? Und wenn wir das Gehalt bekommen, dann kann man wahrscheinlich 1000 Leute das ganze Leben lang versorgen. Also Absa ist nicht in demokratischen Institutionen verhandelt worden, sondern im Hinterzimmer unter Beteiligung von Lobbyisten. Und da hat der Benedikt ja schon gesagt, ist einfach ja, die Handschrift zu lesen. Das Urheberrecht wird nach alten Regeln, wird nach Lobby-Gesichtspunkten dort geregelt und macht in keinster Weise den Versuch des 21. Jahrhunderts, nämlich die Nutzerinnen und Nutzer und das Internet, wie es gelebt wird, entsprechend auch nur abzubilden oder ansatzweise in die Fortentwicklung des Urheberrechts in Angriff zu nehmen, sondern man setzt auf Repression, auf Druck, auf Strafen. Und deswegen lehnen wir ACTA auch als Grüne ab. Und wegen der Freiheit des Internets, die durch ACTA gefährdet wird, gibt es auch noch andere Aspekte, wo ich sage, aus menschlichen Gründen können wir ACTA nicht akzeptieren, in dieser Form nicht. Ja, es sind die formalen Gründe, aber dann geht es auch darum, dass unter Umständen Generika-Medikamente, nur weil die Schachtel ähnlich ausschaut, nur weil der Name ähnlich ist, zum Beispiel bei einer Malaria-Epidemie, in Afrika, auf dem Weg von Indien nach Afrika, die Medikamente, wo mir das aufgrund einer einstweiligen Verfügung in Deutschland angehalten werden, weil einer sagt, ja, mir schaut das Ding zu ähnlich aus. Dann bekommen die Menschen in, in Afrika ihre Medikamente nicht aus urheberrechtlichen und markenrechtlichen Gesichtspunkten. Das erlaubt ACTA auch und das ist ein menschlicher Gesichtspunkt. Wo ich sage, nein, da will ich ACTA auch nicht. Danke. Wir haben ja jetzt gestern, ich habe es hinten nicht gehört, aber der Benedikt, der es gesagt hat, einen ersten Erfolg mit den Protesten gegen ACTA errungen. Die Bundesregierung hat gesagt, sie verschiebt die Ratifizierung, die untergriffene Beschäftigung des Bundestags mit ACTA. Das ist also im Beispiel, ja, der Vorreiter Bundesrepublik Deutschland, im Beispiel von Lettland, Polen, Tschechien, der Slowakei mal gefolgt. Hallo, wir sind jetzt halt mitten in der Kundgebung und jemand von den Grünen, ja hallo, Piratenradio, oder? Okay. Okay, wir sind mitten in der Kundgebung und jemand von den Grünen hält jetzt eine Rede und die Piratenpartei hat schon eine Rede gehalten, jetzt hält jemand von den Grünen hier eine Rede. Hörst du es? Das sind ungefähr 150 Leute hier und wenn der jetzt gleich fertig ist praktisch, ich weiß jetzt nicht, wie lange der redet, aber das könnte höchstens noch 10 Minuten oder eine Viertelstunde dauern. Wenn der jetzt gleich fertig ist, dann kannst du nochmal, oder dann könnten wir vielleicht was live machen. Eben nicht zu unterzeichnen. Und es zeichnet sich auch, ich muss jetzt mal wieder ausfallen, bitte? Politischer Sicht, auch aufgrund der Arbeit der grünen Fraktion im Europaparlament ab, dass es sich unter Umständen eine Mehrheit findet, die ACTA im Europaparlament. Ja, also der Punkt ist praktisch, soll ich jetzt was sagen praktisch? Ich würde jetzt ungern den Redner unterbrechen, weißt du, weil der jetzt halt redet. Also ganz toll, danke, dass ihr da seid. Und jetzt sagen wir nochmal, stopp, ACTA! Stopp, ACTA! Stopp, ACTA! Dann machen wir ACTA! Stopp, ACTA! Jetzt wird's einfach! Stopp, ACTA!
Stopp, wir können das ja jetzt live machen. Dann sage ich Ihnen nochmal, machen wir das nochmal. Stopp, Akta! Willst du jetzt auf Sendung gehen? Stopp, Akta! In ein paar Minuten. Super, gut. Ja, okay, das würde ja, passen. Ich bedanke mich, dass ihr alle da seid. Sagen wir 5 Minuten, oder? Rednerinnen, Redner haben wir keine mehr. Ruf's doch nochmal an. Wir haben jetzt drüben an den Infoständen, damit wir das einfach auch weiter in die Breite tragen können. Ja, es ist eine weite Menschbewegung, aber wir brauchen auch Überzeugungsarbeit offline. Dass die Leute einfach wissen, ja, genau, dann, ne? Was ACTA ist, was ACTA okay. Für die Gefährdung ist. Also nimm das Infomaterial mit, gibt es weiter und zeigt den Leuten, dass wir eine breite Mehrheit in unserer Bevölkerung einfach dieses undemokratische, intransparente und dieses freiheitsgefährdende Abkommen ablehnt. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und wünsche euch noch ein schönes, warmes Wochenende. Oder mag noch jemand was sagen? Oder mag noch spontan jemand was sagen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, der Andi Kopp darf noch was sagen. Also, ich habe gerade noch Info bekommen, Schneidenwürfel da oder werden vielleicht kurz im Schneidenwürfel da in 5 Minuten. Gibt es eine kleine Live-Übertragung für das Piratenradio und dann machen wir nochmal Stopp ACTA. Oder ACTA an ACTA. Das war doch auch was. Ja! ACTA an ACTA.